Nur noch eine Runde. Ehrlich. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und es geht weiter bei Civilization 6, Japan in der Mitte von Europa. Hier oben, hier oben brennt es noch ein bisschen. Da wüsste ich auch nicht, was ich gegen tun kann. Ich weiß nur, dass ich gleich jemand brauche, der das repariert. Wir werden wohl ein paar Handwerker bauen müssen. Aber erstmal lassen wir es brennen. Jo, und dann ziehen wir die irgendwie runter. Irgendwie so. Produktion auswählen. Was haben wir denn hier unten? Okayama. Diese Stadt haben wir ja wirklich mit Mühe und Not. Und wir müssen wirklich nochmal reinschauen, wo wir gerade hier sind. Was können die denn bauen? Irgendwas, was den Flugplatz... Ach so, wegen Krieg. Die brauchen auf jeden Fall irgendwas, was Annehmlichkeit bringt und Unterhaltung und Party. Und das, die kriegen auf jeden Fall das Lager. Das Lager ist wichtig. Wo haben wir denn... Also hier mal ein Lager... Warum darf ich es da nicht hin? Weil es zu nah an dem ist. Ne? Das braucht ein bisschen Abstand. Hier ist das nächste Lager. Ist eine gute Frage. Da oben sind aber auch schon zwei Lager. Hier unten wäre dann nur eins. Da würde ich es fast hier hinbauen, weil hier ist ja auch eine dicke Stadt. Und da ist noch eine Stadt. Zack. Und ihr baut noch den Flughafen dahin. Also hier wird die Action abgehen. Deswegen, wir müssen hier oben noch eine Stadt ans Wasser bauen. Ja. Mal gucken, wenn die hier ready sind wieder. Die sind gleich fertig. Da haben wir ja den, was bauen wir da? Den Panama-Kanal. Mehr kennt ihn nicht. Den Panama-Kanal mitten in Europa gebaut von Japan. Wer kennt ihn nicht? Mojito. Ja, hast du erzählt, ne? Hast du erzählt. Dass du die schon hast. Ja, also können wir gerne mal andenken. Ich will hier erstmal mit dem Spielstand hier noch ein bisschen spielen. Immer mal wieder, aber das Jahr neigt sich ja dann langsam am Ende. Dann habe ich noch ein bisschen Urlaub und dann kommen noch die Winterzeit und die Feiertage. Wir können da gerne mal eine Runde starten, das ist gar kein Ding. Vielleicht mag auch noch der eine oder andere mehr mitmachen, mal gucken. Eigentlich hätte ich ja gerne eine Multiplayer-Runde gehabt mit nur menschlichen Spielern, aber das müssen wir dann aufs neue Jahr irgendwann verschieben, ne? Traumeseele, du kannst auch mitmachen, ne? Das ist kein Ding. Müssen wir halt mal Termine dann gemeinsam finden oder so. Kann man ja mal irgendwie über das Discord mal terminieren. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gleich gespannt. Also, ich finde schon cool, dass die Engine das macht und kann. Dass die sagt, ja, hier ist was und da bauen wir den Panama-Kanal und dann wird es automatisch verbunden. Die Frage ist, wäre der Panama-Kanal auch ewig weitergegangen? Also, wenn ich hier eins gehabt hätte und das wären sechs Felder, hätte er dann auch der Panama-Kanal zum nächsten See lang, sechs Felder lang gebaut. I don't know. Ja. Ja, Mojito, das lass uns erstmal. Vielleicht spielst du auch erst im neuen Jahr was. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ne? Ich würde jetzt erstmal hier so ein bisschen rumprobieren und hier auch Fehler machen vor allem. Und einfach mal so ein bisschen in den Epochen nach oben pushen. Auf jeden Fall, wisst ihr, was ganz witzig ist? Ich hatte das Problem, dass ich hier eine Stadt gebaut habe und habe die fast abgenommen gekriegt, weil seine Städte so stark sind. Und jetzt ist es umgekehrt der Fall. Hier ist jetzt der nächste Aufstand. Die ist auch schon neutral geworden und die haben sich freiwillig mir angeschlossen. Ich meine, ich freue mich, aber wenn man halt wirklich sieht, was für ein Scheiß ich hier wirklich zwei oder drei Aufnahmefolgen hatte mit der Loyalität und jetzt ist hier alles super. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben hier diese, die Gouverneurin reingesetzt, die pusht nochmal ordentlich. Aber ich glaube auch, haben wir nicht nochmal eine Stadt dazwischen gebaut? Die hier war es, oder? Ich glaube, ich müsste. Oder doch nicht. Nee, ich wollte hier noch eine reinklatschen. Genau, ich wollte. Aber dann war es mir doch zu eng. Und dann haben wir die da oben hingebaut. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Hier sind wir am Öl dran. Also hoffentlich bald. Und was er hier halt gemacht hat, er hat immer wieder kleinere Städte gebaut. Ganz hat sich quasi nach vorne gepusht mit kleinen Städten. Hat aber vergessen, dass die dann zu klein sind. Und dann halt, ne... Irgendwann der Beef abgeht. Ich meine, ich sag jetzt da nicht nein. Ne? Hier haben wir ja eine schöne Stadt gekriegt. Wo war denn gerade die Raumfahrttechnik? Okay.
Was? Ein Kumpel hat einen Panama-Kanal gebaut, der über 6 Felder geht. Krasser Scheiß. Okay. Ich bin zumindest jetzt mal gespannt. Also hier muss ja dann gleich Wasser durchlaufen. Und das muss doch eigentlich voll den Boost für die Stadt geben, weil wir sind ja dann offiziell am. Wer ist das mehr? Mit der Sip. Ich glaube, wir haben noch irgendwas fertig gebaut. Ich glaube, wir haben gerade eben irgendwas weiteres fertig gebaut, aber trotzdem knallt jetzt hier gerade der Raumhafen rein mit der Forschung. Kommt Freiheit und mit der Das Freiheit kommt Parlamentsgebäude haben wir Gerechtigkeit gebaut. und Mit Patriotismus. der neuen japanischen Flagge, die nicht aussieht wie die japanische Flagge. Was ist rot, weiß, grün nochmal? Wer weiß es? Wer weiß es? Frage an euch. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und vor seinem Ungarn, Ungarn könnte sein. erzittern. Da haben wir den Panama-Kanal. Also zwei Weltwunder in einer Runde. Ihr habt die Agenda Welt in die Wunder besessen und verletzt. Okay, ja gut, also wenn sie alle auf mich einschlagen, habe ich ein Problem. Also, es hat optisch was, oder? Und das Wasser fließt in beide Richtungen, einmal in die Richtung und in die Richtung. In der Mitte muss eine Pumpe sein. Sei es drum. Ach ja, aber das zählt jetzt auch hier dran, ne? Ja, cool. Cool. Forschung wählen. Irgendwas, was schnell geht. Ja, komm, da. 4 Runden. Was haben wir hier? Da können wir die Kanalisation bauen. Ein Forschungslabor. Das ist Sendai. Ein Sendezentrum. Was bringt denn der? Ein Bürgerplatz, großes Mal. Plus 1 Kultur. Weiteres Wohnviertel brauchen wir nicht. Den Raumhafen. Nee, ich bin fürs Forschungslabor. In dem Fall bei Sendai. Ihr baut mir jetzt nochmal einen. Macht bitte einen Siedler. 7 Runden. Und, was haben wir hier? Tokio. Tokio darf auch was tun. Was darf denn Tokio tun? Ja, wir haben kein Öl, das ist das Problem. Gerade. Machen wir uns ja mehr oder minder dran. Big Ben. Können wir da nicht hinsetzen, haben wir schon gecheckt. Ich könnte noch einen Zoo gebrauchen. Oder das Sendezentrum. Gehen die gerade ab. Simon, komm, ihr kriegt einen Zoo. Eine Einheit benötigt Aufgabe. Ah, wir haben Handwerker gebaut. Warum? Apropos gebaut, Handwerker, brennt es da oben noch? Nee. Gut. Gehen wir mal kurz auf Kaufen. Verbessern wir gleich den Bogenschütze. Ich muss jetzt hier rein und möchte gerne was kaufen. Und zwar möchte ich gerne einen Handwerker kaufen. Der kostet ja nichts und die verbessern wir mal. Wir müssen hier oben nämlich jetzt ein paar Dinge reparieren. Zumindest die und die. Zwei Sachen. Können wir noch ein Feld kaufen, by the way? Oh, die haben Leute verloren, sehe ich gerade. Die haben richtig viel verloren durch den Brand. So, wir waren doch da viel höher. Ne? Ja, wir waren da viel höher. Das ist bitter. Ein Feld kann ich. Nee, leider nein. Also 2 Runden, das machen wir nicht. Weil hier oben, ich will zum Salpeter noch, ne? Das ist klar. Hier eine Einheit benötigt. Genau. Also ich habe die ja nicht ohne Grund gebaut. Ah, hier drüben. Das Feld da drüben, das habe ich mir geschnappt. Dass er es nicht kriegt. Und das da möchte ich eigentlich auch noch kaufen. Können wir das kaufen? Leider nein. Egal. Holen wir das da. Und der Berge? Schönes Spiel. Ungarn, ne? Habt ihr geschrieben. Wieso siehst du da oben, wie viel Forschung die anderen haben? Warum fragt mich das jeder? Es kam einer mal, kam einer in den Stream rein, der hat mir das gezeigt. Und es kennt wohl kaum einer. Es ist bei Interface. Glaube ich, war es. Hier. Erträge im HUD-Bereich anzeigen. Immer aus.
Warte mal. Ich habe mich auf Speichern geklickt, ne? Hier, zack. Jetzt ist es weg. Und wenn du dann auf Optionen gehst, immer anzeigen, Erträge im HUD-Bereich und der Interface, dann ist es wieder da. Forschung bin ich ziemlich mau, by the way. Na, es geht. Aber nicht der Beste. Aber warum? Die haben ja doch noch was zu tun. Kyoto. Nee, 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 eben nicht nächste Runde. Ach, die bauen das Industriegebiet. Ah, ja. Mir doch egal, Robert. Also wie gesagt, was halt noch geiler war bei dem letzten ZIF-Gipfel von, es gibt irgendwo einen Spectator-Modus extra und da hatten die bei Rocket Beans diesen Spectator-Modus, die Moderatoren. Und die haben noch mal mehr gesehen hier oben. Ne? Die hatten noch mal mehr Infos als die ich jetzt, das, was ich hier jetzt sehen darf. Nagano! Kanalisation. Nö. Da ist Komplex die Arena. Die Elektrofabrik. Werbewinner. Einer benötigt Aufgaben. Ja. Da hoch, bitte. Ja, erstmal zum Boot umgewandelt. Die haben keinen Strom. Ja, sind dabei. Wir müssen uns auch dringend wieder um mehr Händler kümmern. Wir brauchen viel, viel mehr Händler. Ein guter Plan, der sofort mit Gewalt umgesetzt wird, ist viel besser als... Haben wir was verloren? Nee, aber dann würde ich sagen, wir lassen es mal so. Aktuell nicht verkehrt. So, was können wir denn Neues machen in 3 Runden? Jo. Takasaki, die Börse wäre mehr Gold, das Stadion wäre mehr Unterhaltung. Die brauchen aber dringend Strom. Wir müssen das Industriegebiet bauen, das dürfen wir nicht. Nächstes erst in 13, also in 6 Runden. Das heißt, die sollten was bauen, was in 6 Runden irgendwie Sinn macht. Das wäre die Universität. Wären 8 Runden. Macht Wohnraum, Wissenschaft, Bürgerplatz und Punkt. Aber die sagen ja eher das hier. Lass, aber es dauert 10 Runden. Wir machen mal das, was das Spiel uns vorschlägt. Die werden schon Ahnung haben. Wir haben es ja programmiert, ne? Theaterplatz wäre hier unten wichtig. Wir verlieren sogar was. Eine Runde bis zum Hungertod. Moment. Habt ihr schon ein Wohnviertel? Sehe ich das? Dauert eh 25 Stunden. Es gibt die Kanalisation, gibt kein Essen. Aber man könnte Essen aus Kanalisation fischen. Was andere weggeschmissen haben. Also den Theaterplatz wollt ihr mir anbieten. Na gut, wir werden jetzt nichts abreißen, was irgendwie Essen produziert. Das ist ja klar. Das ist klar. Aber die haben doch, glaube ich, auch noch kein... Doch, Handelszentrum haben sie schon. Kriegt ihr jetzt einen Theaterplatz mit plus 3? Ganz einfach. An der Stelle. Ja, wir müssen gucken, dass die irgendwie Essen kriegen. Können wir mal upgraden. Da ist noch ein Bogenschütze. Da oben sitzt gar nichts. Was kostet hier das Upgraden? 300? Ja, komm. Nochmal langsam hier. Wir haben auch noch keine Verteidigung. Die auch? Doch, die haben. Doch, die haben auch. Eine Runde bis zum Hungertod. Ne, das gefällt mir überhaupt nicht. Sind die bald da? Dann baut ihr mal das dahin. Und danach müssen wir gucken, wo verhungern die denn da oben? Können wir hier noch einen hinbauen? Andererseits. Das dauert so lange. Wir kaufen noch einen und machen das nächste Runde selbst. Ey, weil die werden jetzt einen verlieren. Das habe ich zu spät gesehen. Da wäre mal ein Hinweis gut gewesen. Wahrscheinlich ist er das hier, ne? Wer wohnt aber natürlich wo denn? In Xi'an.
Feuer entfacht war da. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Oh, da brennt es ja immer noch. Ich würde sagen, es ist ein neues Feuer. Leute. Die sind jetzt erst angekommen. Ah, die Runde berechnet noch. So, repariert mal. Okay, da glüht es dann auch zum Teil noch, ne? Aber der Wald regeneriert sich wieder mit der Zeit. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts groß verloren. Außer diese zwei, die wir reparieren müssen. Ist okay. Ganz, genau. Die verlieren jetzt in 64 Runden, verlieren die einen. Also die hungern da. Das geht ja mal gar nicht. Ihr baut mal bitte einen. Können wir Wald pflanzen? Oh, Tatsache. Okay, das hilft schon mal ein bisschen was. Müssen wir uns auf jeden Fall gleich noch irgendwie drum kümmern, dass die ein bisschen besser dastehen. Produktion wählen. Plus der Lebensmittelmarkt war es, ne? Bitte darum. Okay, was macht ihr? Ah ja, die Börse. Für mehr Geld. Ein Wohnviertel brauchen. Genau. Lass mich mal gucken, wer braucht denn Wohnraum? Xian braucht auch Wohnraum. Sendai braucht auch Wohnraum. Annehmlichkeiten benötigt, wo denn? In? Ja, ist ja jetzt doof. Interface Design aus der Hölle. Sendai. Echt auch? Aber den geht's so gut. Ja, gut, die sind bei Hunger, das haben wir gekriegt. Mehr Wohnraum benötigt in Sendai. Aber es war doch irgendwas bei Xian noch. Wo ist denn Xian? Xian! Alles da unten? Ja. Gut, dann die bauen die Militärakademie fertig. Ja. Okay. Nee, die kriegen dann. Die haben, glaube ich, auch noch kein Wohnviertel. Die kriegen ein Wohnviertel spendiert. Ja. Ach so, Osaka, genau. Osaka war aber irgendwie nichts gerade. Dürfen keinen weiteren bauen. Aktuell. Die Militärakademie oder die Börse? Haben die schon Produktion? Nein. Brauchen sie auch dringend. Ihr kriegt. Was macht der Seehafen? Macht nochmal Nahrung. Wir müssen den Seehafen nehmen, Leute. Macht nochmal Nahrung. Dass die hier noch schneller steigen. Osaka muss richtig abgehen. Brauchen hier eine Stadt mit. Die hat jetzt 10. Wir brauchen da, was sind so höchste? 13, 15. Ja, hier. Die ging ab, weil die hier diese zwei Felder haben, ne? Das ging richtig ab. Aber auch Tokio hat sich ratzfatz gemausert hier am Fluss. Das darf man auch nicht vergessen. Gut, die haben aber auch zwei hier, ne? Dann noch ein drittes dazu, dass das boomt. Sollte generell hier auch noch ein drittes bauen, by the way. Das können die machen. Macht mal hier einen Hof draus. Aber die Felder kriegen wir leider nicht. Das wird zu schön. Und so ein Dreieck bauen gibt es halt nochmal Boni, ne? Das ist halt das Ding. Mehr Felder kaufen? Die gehen dann darüber und bauen hier gleich noch eins hin. Und wenn das hier dann gleich uns ist, holen sie das auch noch. Ganz einfach. Dass das hier mal ein bisschen abgeht. So, wer will noch was? Ah, Gifu. Natürlich. Das haben wir da oben hingebaut. Das japanische Meer. Mitten in Europa. Ja? Klar. Genau, ich weiß, auch die bräuchten eigentlich einen Handelsplatz. Aber aktuell muss ich halt gucken, dass die da oben nicht verhungern und sich ausbreiten mit Nahrung. Und da ist den Hafen pushen immer eine feine Sache. Ja. So, jetzt kommen die Flammen auch hier unten an. Ich bin nicht begeistert. Weil da haben wir schon was. Jetzt hat man, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Okay. Irren ist menschlich.
Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. So, die Telekommunikation, dafür kriegen wir ein U-Boot. Sieh an. Fortgeschrittene Luftfahrt. Das wäre halt Uran als Ressource, aber dann... Ich drück mich davor. Atombomben, nein. Die sagen echt, ich soll Telekommunikation nehmen. Weiß nicht. Ich nehme Lenksysteme. So, Laventa. Das haben wir ja gekriegt. Die hatten schon so ein bisschen was. Raumhafen wird empfohlen. Nö. Aquädukt wo denn? Echt? Wo holen die das Wasser her? Von mir aus. Wahrscheinlich von dem Fluss hier dann. Eine Einheit benötigt... Händler. Also wir haben hier oben, da haben wir dickes Problem. Müsste ich mal verlagern. Ach so, genau. Die haben jetzt noch was weiteres gebaut. Richtig. Ansonsten hättet ihr gerade nichts zu tun. Dann tut doch was. Da oben wäre auch noch was zu holen. Da oben auch. Wir können auch noch mal einen kaufen. Also wir haben ja mittlerweile den Luxus, dass wir das gar nicht mehr... Dass wir die gar, also was kosten die hier? 85. Ehrlich. Okay. Ja, hier haben wir natürlich was gebraucht, dass die sich hier auch steigern von der Stimmung her und so. Und ich würde auch hier erstmal auf Nahrung gehen. Heilen die sich hier noch? Kurze Frage, warum steht der da noch rum? Das ist unser Gebiet jetzt. Oh. Oh no. Oh no. Warum heilen die sich nicht? Das ist ja wenigstens alles halbwegs modern, in Anführungszeichen. Die haben aber auch nichts. Kann ich den mittlerweile irgendwo einsetzen? Ein Vorrill. Dich hier vielleicht? Oh ja, da oben. Moment, du wechselst bitte nach Sendai. Warum geht das nicht? Nur eine große Persönlichkeit pro Stadt, oder was? Offensichtlich. Dann komm mal weg hier. Geh mal da hoch. Dass du nach Sendai kannst. So, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Aber Musiker können wir gerade nirgendwo unterbringen. Fensteraufnahme, Testobjekt. Ach so, du hast mich gerade in dein OBS eingebunden, was? Das kostet Lizenzgebühr. Nein, Spaß. Die heilen sich nicht. Warum heilen die sich? Also die sind jetzt schon neutral geworden. Und entweder schließen sie sich gleich mir an und der guten Sache. Oder ja, keine Ahnung. Vollkommen okay, Traum der Seele. Bevor ich angefangen habe, überhaupt einmal den Stream anzuschmeißen. Wie lange habe ich da einfach nur gebastelt? Bestimmt ein Jahr lang. Weil, und das erzähle ich immer wieder gerne, ursprünglich hatte ich ja vor, mit einer Bekannten gemeinsam zu streamen. Mit zwei, ich wollte dann ihre Webcam in meinen Stream einbinden und ich wollte das dann mit Versatz machen, dass das passt von Stimme und Bild und Ton zu Spiel und so. Ich wollte das alles machen. Wir wollten Heroes of the Storm zusammenspielen. Weil wir hatten eine Phase, wo wir sehr viel Heroes of the Storm zusammengespielt haben. Ich meine, komm, wir streamen das.
Habe auch so ein bisschen was überlegt und gebastelt so. Und dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, die ist halt toxisch. Ohne Ende. Das ist nicht gut, wenn du mit der zusammen streamst. Das ist das Problem. Ich muss halt die angreifen, bevor die mich angreifen. Das ist das Problem. Ich glaube, die heilen sich nicht, weil wir kein Öl haben. Das könnte sein. Das sind nicht viele Truppen, die sind alle weit weg. Das ist doch schon mal gut, Raum. Ne? Das ist doch schon ein gewisses Grundkonzept hast. Die Kinder des Atomzeitalters. Lassen wir erstmal. Da unten in Xian. Xian braucht Platz. Kanalisation, gibt Wohnraum. Da habe ich gehofft, dass wir das noch übrig haben. Die da am Eingang stehen. Oh. Kornspeicher. Aua, das war bitter. Heil dich. Fahr da hoch, fahr du da hoch. Weil die heilen nicht. Da oben ist Öl, aber da muss die Stadt erstmal boomen. Oh, fuck it, ey. Ja, eilig, aber ohne Öl wird das nix. Ah ja. Boah, ihr braucht auch dringend einen Händler. Ich kann da nicht abziehen. Ja, Also selbst wenn ich das Feld kaufen könnte, könnte es kaufen. 10 Runden bis zur Ausdehnung. Müssen wir jetzt leider. Aber ich will diesen Boni haben. Dass das hier ein bisschen schneller vonstatten geht, dass die schneller wachsen. Ich greife die gar nicht erst an. Die werden sich schon was überlegen. So, hier brennt es in alle Richtungen immer noch. Bewegt ihr jetzt mal endlich euren Arsch da runter, mein Gott. Und danach gehen die hierhin reparieren. Und hierhin reparieren und reparieren erstmal eine Runde. Wir haben hier. Doch, hier müssten wir auch schon welche gehabt haben. Wir haben ja schon zwei Stück gebaut. Haben wir hier keinen dritten gebaut? Ja, gut, der kommt. Du kannst ja auch nichts machen jetzt. Bleib halt da erstmal stehen. Komm, mach mal Pause. Wie an meines schönen Zehen kannst du nicht rankommen. Ach, Traum, das ist doch Quatsch. Also danke für das Kompliment, aber
Ja, das ist ja Quatsch. Also, es gibt diesen schönen Satz von Dave Grohl, der Sänger und Gitarrist der Foo Fighters und ehemaliger Schlagzeuger von Nirvana. No one is you and that is your power. Ja, also keiner bist du, keiner ist du und das ist deine Kraft. Ja, das ist deine Superkraft. Deswegen, jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat seine Vorteile. Also ich brauche noch Militär dringend. Wenig Öl. I know. Wie viel können wir denn nehmen? Nur eins oder was? Diesmal nur eins, ja. Himmel und Sterne. Nee. Nee. Oh. Pff, wir machen gar nichts davon. Wir machen wirklich nichts davon. Machen wir das. Eine große Persönlichkeit. Jo. Und die darf auch gleich hier noch. Nee, das ist. Schaffe ein großes Werk. Sieht genauso aus wie das andere. Ist egal. Der ist ja nix, oder was? Ja, mit dem kann ich ja auch nichts anfangen. Ach, dann krault euch doch. Ah, muss in eine andere Stadt. Na dann. Weil die sollten sich doch, glaube ich, heilen. Egal ob Öl oder nicht. Okay, reparier. So, und jetzt sollt ihr dahin. Das dauert 6 Runden. Das geht halt nochmal nicht. Jeden Fall pusht das hier, das Öl, die Stadt, das Öl, die der Fisch pusht. Ist klar. Ihr geht da drauf. Nächste Runde baut ihr das. Und dann wäre es eigentlich noch eine Idee. In 9 Runden. Oder wir kaufen es. Mal gucken. Die Krabben hier. Ja, wir kaufen es direkt. Komm. So. Kann sich gleich auf ein neues Feld sich ausbreiten. Hier gibt es nochmal Krabben als Bonusressource. Dass wir uns hier ausbreiten, dass wir schnell ans Öl kommen. Sendai. Sendai hat kriegt die Kanalisation, weil Sendai braucht Latz. Was ist da unten los? Da fehlt es für Annehmlichkeiten. Moment! Die brauchen Annehmlichkeiten. Ich verstehe das Traum der Seele, was du schreibst. Ne? Ich habe Panik vor Zurückweisung. Es gibt immer Leute, denen die Sachen nicht gefällt. Ja, also wenn du dich ins Internet stellst, dann wird das nicht jeder geil finden, wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst. Du wirst also immer Leute haben, die das kritisieren, was du machst. Und da stehe ich einfach drüber. Und das musst du auch, wenn du das hier machst. Ne? Wie oft kamen Leute zu mir rein, hauptsächlich als der Fortnite-Hype noch so neu war und ich auch noch mehr auf YouTube, eigentlich hauptsächlich auf YouTube gestreamt habe. Da kam immer wieder, spiel doch mal Fortnite, warum spielst du kein Fortnite? Mach doch Fortnite. Nee, nee. Ich bin halt kein Fortnite-Streamer. So. Jetzt ohne Bauen wäre es ja sogar noch ein Ticken interessanter, aber nee. Ich bin halt kein Fortnite-Streamer. So, lass mich mal über, wir könnten eine Drohne bauen. Nein. Ich glaube, wir bauen mal Handwerker, weil die sind wirklich in 2 Runden fertig. Hier, die Stadt geht echt gut ab. Okay, was habt ihr hier unten? Tokio.
Ja, eben. Ich habe immer nur da. Ja, aber es gibt auch Leute, die kommen rein und sagen, das ist aber langweilig hier. Ja, und dann hat sofort einander geschrieben, ja, dann guck doch nicht zu. Geh doch woanders hin. Ne? Es gibt so viele Streams, mittlerweile Tausende, aber Tausende, wenn nicht sogar Millionen Streams auf verschiedenen Plattformen. Du kannst doch so viel gucken, was du willst. Ne? Ja, der Brand hat den hier oben ordentlich zugesetzt, das weiß ich. Das Ölkraftwerk. Das ist doch Quatsch. Konvertiert automatisch eine beliebige Menge Öl zur Energie. Habt ihr Lack gesoffen? Wir haben kein Öl. Kohlekraftwerk. Ja, Kohle haben wir. Wird sogar empfohlen. Aber Ölkraftwerk brauchen wir auf keinen Fall. Das ist ja Quatsch. So, da kann da unten eh nichts machen. Also mach mal Pause, mein Freund. Du malst noch ein Bild, bitte. Bist du jetzt weg vom Fenster? Sieht so aus. Das ist unser Siedler hier. Genau. Den setzen wir hier oben irgendwo ans Wasser. Hier wird sogar empfohlen. Der ist zwar arschkalt, aber wir holen uns das durch das Wasser wieder rein. Da wird auch empfohlen. Was ist besser? Was ist besser? Da hätten wir noch. Ah, weiß ich nicht. Hier haben wir den Fuchs noch mehr in der Nähe. Müssen wir ein paar Zeit an den Hafen bauen. Wir gehen erstmal hier hin, hätte ich gesagt. Wir könnten hier oben ja immer noch was bauen. Aber wir müssen uns ja weiter ausbreiten. Weil er tut's auch. Ne? Und ich glaube, ihn tut niemand Einhalt geben. Das ist aber nicht der gleiche, oder? Wir haben dieselbe. Okay, der hat dunkelblau-weiß, der hat hellblau-weiß. Naja. Es gibt so wenig Farben auf der Welt, ne? Sei es drum. Aber der breitet sich auf jeden Fall auch radikal aus und der hier auch. Also ich muss. Der ist wahrscheinlich hier oben schon überall. Wer ist das denn? Und der mag mich nicht. Oh, der mag mich nicht. Der ist hier drüben. Na, also, wie oft kamen Leute rein, haben mich beleidigt und so. Also, ne? Mittlerweile ist es weniger geworden. Ja, aber da musst du halt einfach drüber stehen. Es gibt halt mehr Idioten als nette Menschen auf der Welt. Das ist Fakt. Ja. Aber ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen und du wirst das dann auch nicht. Und zu Anfang, da gucken dir sowieso, da guckt dir keiner zu. Wer auch, also wenn du Freunde hast und du sagst, guck mir mal zu, das ist okay, ja. Aber zu Anfang hast du null Zuschauer erstmal sehr, sehr lange Zeit, ne? Das ist aber ganz normal. Das ist ganz normal. So, jetzt drehen die da unten wieder am Rad. Ihr gewinnt. Was habe ich denn gewonnen? Den Nobelpreis für Physik. Natürlich habe ich den gewonnen. Gut, also dass ich diese Stadt hier nicht halten kann, war ja irgendwie abzusehen, weil da kommt ja von allen Seiten wieder rein. Aber die habe ich ja auch mehr oder minder geschenkt bekommen. Wenn ich die wieder verliere, dann verliere ich die halt, aber. Prügelt tue ich mich zumindest mal nicht drum. Also ich habe da offensichtlich, ich habe das gar nicht im Schirm gehabt, dass die wieder durchdrehen. Und wenn man hier jetzt mal guckt, was ich dafür tun müsste. Minus 20 durch Bürger in der Nähe fallen, plus 20. Das ist völliger Quatsch. Also dann sollen die wieder neutral werden. Dann ist das so. Ich halte die, die ich habe, fertig. Und die kriegen gleich Annehmlichkeiten. Ganz, ganz wichtig. Aber ich ziehe meine Truppen jetzt erstmal wieder raus. Na, das ist mir egal. Auch alles cool, Traumdesel. Mach, worauf du Lust hast. Ne? Aber freut mich natürlich, dass du noch ein bisschen hier bist. Ein klein bisschen mache ich. Ne? So, wir tun jetzt hier genau Modernisierung aufs Jägerlager. Danach gehen wir hier hoch. Weswegen ich, und das musst du wissen, ob du das auch möchtest, hier da oben meinen Fitzfuchs habe. Da oben im Eck.
Es gibt halt immer wieder Leute, und das glaubst du nicht, die klauen dir deinen Content, deinen Videocontent. Haben wir repariert? Ja, sieht so aus. Die klauen dir den und machen so Best-of-Compilations. Ich war dann auch in ein paar Best-of-Compilations von Twitch oder so. Von irgendwelchen unbekannten YouTubern. Videos habe ich dann gemeldet, aber da ist auch irgendwie nichts passiert bei YouTube. Die kommen da gar nicht hinterher, ne? Wie denn auch? Einen haben wir noch. Da oben haben wir jetzt noch ein bisschen was freigeschaltet. Dann gehen wir da hin. So, die haben wir jetzt zu dritt aufgelöst. Die steigen ja auch schön. So muss das sein. So habe ich das gern. Einfach nur, dass wenn es jemand klaut, dass er zumindest sieht, dass ich wer ich bin. Das war so der Hauptgrund eigentlich. Deswegen ich dann da Fitzfuchs habe eingeblendet lassen. Ja, ne, genau. Clips oder so gibt es auch sowas. Mehr Annehmlichkeit benötigt hier. Mehr Wohnraum benötigt da. Irgendwo angezeigt. Das ist klar. Ja, weil sie nicht weiter produzieren, da kann ich ja nicht. Und weil sie halt nicht wachsen. Da fehlt es an Strom, da sind wir gerade dabei. Weiß, ich weiß. Wir sind dran, wir sind. Ja, also ich habe das für mich entschieden. Ein Montana Black hat, glaube ich, seinen Namen unter seiner Webcam. Oder? Also jetzt mal, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das auch ein großer macht. Es gibt aber auch genügend, die machen das nicht. Die sind aber auch schon bekannt genug. Und so hat es halt auch den Vorteil, wenn ich irgendwo einer mal irgendwo anders sieht, weiß er, ah, das ist der, ich kann den so finden. Ne? Duplikate des gewählten Luxusgutes gewähren so und so viele Annehmlichkeiten. Klar, aber welches denn? Tabak. Verbietet das Entfernen des Geländes vom gewählten Typ. Die Rodung. Das ist übrigens dumm. Nee, Regenwald, die machen Regenwald. Regenwald haben wir hier nicht. Ist egal. So, was können wir noch abstimmen? Die Weltspiele. Bin dafür. Es war jetzt nur ein Beispiel. Ich gucke auch keinen Montana-Blick. Gar keine Zeit dafür. Manchmal, ich kenne den halt, weil der in irgendwelchen Videos immer mal wieder mit auftaucht, so reingeschnitten. Und dann kriegt man schon ein bisschen was von dem mit. Wenn man auf Twitch unterwegs ist, kommt man ja an dem nicht vorbei, ihn zu kennen. Aber jetzt auch nicht mein Content. Aber es gibt Schlimmere. Das muss man auch dazu sagen. Ja, es gibt Schlimmere mit diesem ganzen Casino-Kram und. Ja, also, das gibt. Wer behauptet, der Mann ist asozial? Ich will nicht sagen, er ist jetzt tipptopp. Er hat auch seine Fehler und Macken, aber. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Da sind noch viel, viel mehr Asoziale mittlerweile auf Twitch unterwegs. Ich habe einfach mal einen gebaut, weil es so schnell ging, weil ich dachte, den werden wir schon gebrauchen können. Und ja, wir können ihn auch gebrauchen, und zwar hier. Ich würde den gerne bewegen, meine Freunde. Dahin. Kann man sie nämlich gebrauchen. So, ich weiß, ich weiß, ich war. Oh, Annehmlichkeiten brauchen die. Macht das Stadio Annehmlichkeiten? Ja. Sendezentrum? Nein. Dann machen wir das Stadion. Aber es ist eigentlich Militär, sollte ich eigentlich bauen. Wir verlieren das eh gleich. Casino ist im Mittel. Ja, Casino ist nicht mehr erlaubt, aber die streamen doch alle weiter Traum, ne? Die streamen weiter und dann streamen sie halt andere Casino-Sachen und machen Sportwetten und.
Also ich gucke den ganzen Bums nicht. Keine Slots, ich gucke keine Casino-Streamer, ich gucke das alles nicht. Erst noch als der Knossi seine große Phase hatte und dann, wir gehen rein in die Bücher und ja, geschrien hat, wenn er was gewonnen hat. Rede, das ist doch, ne? Ja. Was willst du da sagen, außer dumm? Können das nächste Runde bauen? Die laufen noch gefühlt 100 Jahre. Leichter Vulkanausbruch. Ach, da unten. Hallo. Ich liebe es, wie meine Mutter auf dem Weg nach Hause mit dem Navigationsgerät diskutiert. Die wissenschaftlichen Mystik. Ich weiß noch, als meine Mutter mich mal heimgefahren hat. Wir waren vom Verein von meinem Vater. Wir überlegen, wie mein Vater dann heimgekommen ist. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, oder er ist mitgenommen worden von einem Bekannten. Auf jeden Fall ist sie heimgefahren und ich hatte noch keine Ahnung. Ich war viel zu jung. Ich weiß nicht, wie alt ich war. 9, 10, 11 oder was, oder 12, schon aber auf dem Beifahrersitz gesessen. Und sie war halt einfach in dem Moment total überfordert von der Gesamtsituation. Es war kalt und die Scheibe ist innen beschlagen. Und mittlerweile weiß ich natürlich, was man bei einer beschlagenen Scheibe macht. Und sie war in dem Moment, ich will nicht sagen, dass sie doof ist generell, nein, aber in dem Moment war sie halt total neben der Spur. Und hat dann, die Scheibe ist immer mehr beschlagen und sie hat dann mehr oder weniger mich angebrüllt, ich soll was machen. So. Und ich mir gedacht habe, was soll ich denn machen? Ich habe jetzt kein traumatisches Erlebnis davon, aber mir ist es halt in Erinnerung geblieben, ne? Verteidigung. Nächste Runde. Und da kommt uns der Wohnmobil. Hommage an die Holländer, wobei die sind eher die Wohnwagenfraktion. So, ich glaube, die Brände sind jetzt so langsam weg. Oh, wartet mal, ihr könnt das reparieren. Wenn ihr hier eh gerade vorbeilauft. Und wenn ich, ja gut, aber das machen die eigentlich schon, ne? Ja, die gehen da runter. Aber ich sehe gerade, wir haben das ja nie besessen. Dann müssen wir es halt aufbauen. Dann ist das so. Ach, jetzt ist der Punkt wieder am besten. Entscheide dich nochmal, Spiel. Sendai. Sendai braucht ganz, ganz wichtige Sachen und sein Unterhaltungskomplex. Oh, aber sowas von. Aber sowas von. Und der kommt irgendwo hin, wo es am wenigsten stört. Da oben. So, und Nagano hat den schon. Die haben den schon. Dann baut mal das. Leute, wo hängt's? Auf geht's! Xian hat aber immer noch zu wenig Annehmlichkeiten, aber den Wohnraum haben wir jetzt zumindest mal geklärt. Ihr kriegt jetzt mal eine Arena, meine Freunde. Und ihr müsst jetzt auch ganz dringend Annehmlichkeiten bekommen. Wir müssten ja eigentlich auch noch mehr mit Militär bauen, aber es geht gerade anders nicht. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Es kümmert mich aber auch nicht. Ich baue es auch hier oben hin. Das haben wir gehört. Man stolpert nicht über sein Erbe. Es ist da und will erkunden. Wir haben nichts verloren, dann lassen wir es erstmal. Der Umweltschutz. Bin ich so begeistert, ihr merkt schon, ne? So, was hast du noch geschrieben, Traum? Job und anderes hier machen Reaction draus. Das ist es halt. Also,
Ja, ich gucke auch mal gern beim Stay rein, wenn der ein Thema gut reagiert oder so, weil ich seine Meinung oft teile und weil die Stimme ganz angenehm ist und weil es auch oftmals lachen muss. Aber ich weiß, also dieser ganze gegenseitige Reaction-Content, der geht mir dann auch irgendwann auf den Zünder, ne? Reagiert auf, weil hat reagiert auf und weil der reagiert hat, auf den wird auf den nochmal reagiert, dann reagieren sie alle gegenseitig auf ihre Themen. Das ist dann auch irgendwie im Kreis gedreht. Und auch nicht meins. Warum Ausrufezeichen? Also wenn die Wälder entfernen. Na gut, das ist halt ein ziemlich krasses Feld. Wir würden vier opfern und kriegen nur drei raus. Ich meine, wir pushen das. Ich würde sagen, wenn wir eh nur zwei haben, dann nehmen wir das hier oben. Aber die brauchen das jetzt, weil die Strom brauchen. Theaterplatz. Naja, also eigentlich eher den Hafen. Die gehen zu krass ab. Also die gehen zu langsam ab, als das, was wir hier brauchen. Die haben noch keinen Kornspeicher, ich sehe es gerade. Gesandte, oh, das haben wir ja auch noch. Ja. Ewig nicht mehr gemacht. Irgendwo schon groß am Pushen. Ja. Buenos Aires. Jetzt. Ich meine, klar, das ist halt einfach gemachter Content. Es gab eine Zeit lang, da haben alle Pokémon-Karten geöffnet. Da hast du nur noch Pokémon-Karten. Pack-Openings gehabt. Dann gab es eine Zeit lang, da haben sie alle GTA-RP gemacht. Ja, bis zum Erbrechen. Und dann gab es nur Reaction-Videos von Satter Hugo, Hungriger Hugo und wie sie alle heißen. Und dann haben die alle darauf gegenseitig reagiert. Das war dann auch nicht mehr witzig. Und von den Reaktionen hat dann der Hugo wieder ein neues Video In dieser gemacht. Kultur gibt es so viel Und Plastik, dann wird darauf wieder, ihr merkt schon, dass ne? Vinyl zu einer gefährdeten. Da freue ich mich, also da gucke ich lieber Content, der neu created wurde. Rezo baut gerade sein Office oben. Das ist ganz witzig geschnitten. Da kann ich manchmal drüber schmunzeln oder lass es nebenbei laufen. Das ist mir alles 100-mal lieber, als reagiert auf, hat reagiert, wie er reagiert. Ja? Die Verbundstoffe. Komm, das kriegen wir doch fast geschenkt. Runden. So, ihr habt jetzt Strom. Yippie? Yippie, yippie, yay? Wie war das? Yippie, Krawall und Remi-Demi oder so? Nicht eins meiner liebsten Musikstücke, die ich jemals gehört habe, aber es ist eins, was ich kenne. So. Handelszentrum habt ihr gebaut. Perfekt, dann baut ihr einen Markt, dann haben wir wieder einen Handelswegkapazität frei. Antwort Gleichtraum der Seele. Was ist das? Laventia, die Militärakademie wird empfohlen. Wenn es denen soweit gut geht und die erstmal nichts weiter brauchen, dann wäre ich da dafür. Ihr baut bitte das Lager. Das ist ein Witz. Das ist kein Witz. Die wollen sich da ein Seebad hinbauen. Das meint ihr ernst? Ach, die sagen sogar, dass hier eine Stadt zwischendrin ganz gut ist. Das sehe ich anders. Wir bauen erstmal da oben eine. Produktion wählen. Also, hier ging es ja richtig drunter und drüber. Und die brauchen dringend Annehmlichkeiten. Also bauen wir das auch. Ihr baut bitte die Modernisierung dahin. Dankeschön. Ihr seid jetzt weg vom Fenster, ne? Ja, da oben gäbe es noch ein bisschen mehr zu tun. Haben wir Geld? Ja. Dann kaufen wir nochmal einen. Bisschen teurer geworden, ne? Naja.
Feuer entfacht da unten. Annehmlichkeit bin ich. Ja, da sind wir gerade dran. Da sind wir dran und 3 Stadtloyalität verloren. Aber wir haben wahrscheinlich immer noch mehr als genug, ne? Da unten. Naja. Wir sind dabei. Wir sind dabei, das hier zu pushen. Und auch hier muss ich nochmal 3 Nahrungen zusammenbauen irgendwie. Wir brauchen hier bitte. Achso, wir könnten auch noch ein komplettes Gebäude bauen. Gegen Geld. Das habe ich ganz vergessen. Was bauen die gerade? Können wir das fertig kaufen? Die Arena machen die. Das ginge. Sparen wir uns 6 Runden. Weil die brauchen das dringend. Genau. Das wäre dann der Zoo. In 19 Runden. Wäre aber trotzdem mal erst für die Kaserne können wir aber kaufen. Also jetzt zuerst mal brauchen wir noch einen Handwerker hier. So, das ist mal wichtig. Und könnten wir dann noch irgendwas kaufen? Die Kaserne, ja komm. Jetzt nochmal die Waffenkammer. So, was hast du geschrieben? Du wirst die Nacht nicht pennen, warum? 2 Kannen Tee. Was denn für Tee? Gibt ja auch Tee, der müde macht, oder? Kein so schläfrig macht Tee. Der gute schläfrig macht Tee. Man kennt ihn. Warum dürfen wir hier nichts bauen? Was ist die Begründung? Okay, wir haben gerade kein Geld. Sonst würde ich ein Feld kaufen. Und zwar das hier. Für 300. Okay, wir sparen und wir segeln das schon mal hin. Dann können wir uns die Fische hier holen. Das pusht hier nämlich nochmal. Was ist denn das? Ein Wrack oder was? Komm, jetzt Sea of Thieves Vibes. Boah, heute Mittag ganz kurz ein Sea of Thieves. Hab mir ein paar Tastenkürzel neu belegt. Das ist halt einfach. Das ist leider das A und O bei Sea of Thieves und ich drück mich da immer sehr von. Die Elektrofabrik, was macht die? Produktion? Energieversorgung? Na gut, Kyoto braucht eigentlich mal einen ordentlichen. Warum haben die nur noch 10? Da hatten die noch nie so viel. Oder auch vielleicht auch durch den Brand betroffen, ne? Kann sein. Die haben schon viel, aber noch nicht alles. Annehmlichkeiten brauchen sie gerade nicht. Dann kriegt die Elektrofabrik. Braucht immer noch Annehmlichkeiten. Dann kriegt jetzt einen Zoo. So, ihr. Ah, wichtig. Ja, wir können gar keine Felder kaufen. Doch, können wir. Du machst es dahin und danach gehst du da oben hin und das kaufen wir dann, das Feld. Und für ihn hier unten. Lass dich hier ein bisschen besser abgehen. Ihr braucht Strom, ihr braucht Annehmlichkeiten in Takasaki. Und ich habe euch hier gebaut. Genau, du nimmst dir erstmal das und danach das da oben. Ist auch ein Wrack. Feuer erloschen, ist doch schon mal schön. Küstengeländefelder. Okay. Okay. Okay, der Meeresspiegel, ich sehe. Wow, wow, wow. Wow. Oder? Ich glaube, der Meeresspiegel ist, ja.
Ja. Okay. Sollen wir hier jetzt bauen oder nicht? Jetzt sagt er wieder da. Bauen jetzt dahin. Fertig. Nächste Runde machen wir das. Tokio! Soll einen ägyptischen Flugplatz kriegen. Oder einen Campus. Oder. Nur noch Big Ben. Annehmlichkeiten brauchen den nicht, aber die haben echt gerade Luft. Der Campus wäre schon irgendwie wichtig. Am meisten Boden. Die sollen ein Forschungslabor bauen. Nee, 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 nee. Die brauchen noch dringend Annehmlichkeiten hier. Die brauchen einen Zoo. Die Schiffswerft, was macht die denn? Die sind ziemlich langsam hier oben. Hochwassersperre. Ja, das wäre mal schön. Aber die kriegen wir nicht so schnell nicht fertig. Kanalisation macht Wohnraum. Wo haben wir denn den Strom her? Von der Werft oder was? Das Amphitheater in 17 Runden. Das Aquädukt in 32 Runden. Machen wir halt das. Dürften die jetzt was bauen? Theoretisch. Ja. Praktisch müssen wir erst noch ein Feld kaufen. Naja, der breitet sich aus, der Sack. Mach das doch mal hier. Modernisierung Seebad. Da werden dann die ganzen Anime-Strandfolgen gedreht. Diesem Seebad hier. Man kennt's. Es gab einen Anime, den ich geguckt habe. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Fuck, das Feld, doch, das Feld darf ich kaufen. Da ging es irgendwie darum, dass er einen Riss entdeckt in der Welt. Und da kommt er in eine Parallel- oder in irgendeine andere Dimension. Oder er kommt irgendwo hin, in eine andere Welt halt. Und die kennen halt kein Anime. Und er bringt es denen dann bei. So irgendwie. Und er merkt dann, dass er quasi selbst in seinem eigenen Anime ist. Nimmt halt das ganze Genre ein bisschen hops. Und dann irgendwann hat er auch seine eigene Strandfolge. Und das ist er ganz happy. Endlich meine Strandfolge. Ich kann alle Mädels im Bikini sehen. So. War schon so. Really? Hier haben wir auch nur zwei beieinander, sehe ich. Viel mehr gibt es hier unten, glaube ich, jetzt gerade nicht unbedingt zu tun. Geh mal da. Wir brauchen Händler. Wann, wo, wie, wo, was? Ja, kaufen wäre schön, wenn wir Geld hätten. Muss man Händler bauen, irgendwo, wenn einer Zeit hat. Braucht dringend Annehmlichkeiten. Ja, Düsenflieger sind schnell und. So, was können wir jetzt forschen? Die Komposit. Hier kriegen wir. Jetzt kriegen wir das Uran quasi geschenkt. Das klingt auch irgendwie falsch. Sechs reichen. Dann können wir noch hier. Noch ein Strandbad. Es gibt vor allem Geld. Aber, oh, was ist hier? Aluminium. Ist auf jeden Fall eine wichtige Ressource. Haben wir noch irgendwo irgendwas Wichtiges entdeckt, was wir umbauen? Also ich meine, das Schöne ist zumindest in dem Spiel,
Ja gut, dumm ist halt, wenn wir irgendeine geile Modernisierung draufsetzen haben, ja. Das wäre halt richtig dumm. Ist es aber nicht bisher. Haben wir Glück gehabt. Aber wenn wir jetzt sowas hätten wie, was weiß ich, wir haben da unser Handelszentrum draufgebaut und da ist Aluminium drunter, dann müsste ich das abreißen. Oder ich müsste abwägen, ob ich es abreißen wollen würde. Das ist halt die Frage. Aber so wahrscheinlich haben wir Glück, wir haben oben einmal Aluminium, das schnappen wir uns. Ansonsten, wie sieht's hier aus? Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Wir bauen hier jetzt die Stadt. Fukushima direkt am Wasser. Kannst du dir nicht ausmalen. Ihr kriegt erstmal das Monument. Gehst du bitte da hoch? Eine Einheit benötigt Befehle. Oh ja. Ja, ne, wie unpassend. Und klar. Können wir noch ein Feld kaufen? Theoretisch. Ja. Aber jetzt eh noch nicht. Die müssen da eh erst hinsegeln. Okay. Das pusht die Stadt hier halt, ne? Ist klar. Da müssen wir uns drum kümmern. Und ich glaube, als nächstes geht ihr dann da hoch. Was willst du haben von mir? Einmal Fuchs oder Pelz oder was das ist, ne? Und einmal Jeans. Brauch kein Uran. Danke, aber. Ich weiß noch gar nicht, ob wir selbst welches haben. Das werden wir gleich sehen. So, die sind jetzt fertig und die wollen aktuell keine. Dann mach mal Militär hier. Was haben wir Gutes im Angebot? Panzerabwehrmannschaft für 9 Runden, Maschinengewehr für 13 Runden. Wir brauchen ein paar Maschinengewehre, machen wir uns nichts vor. Bei 13 Runden sind halt einfach mal 13 Runden. Das ist eine Hausnummer. Die Arena ist in 3 Runden fertig. Nee, kommt, wir müssen die. Ach, das ist Sendai. Das ist Sendai. Ich war eigentlich in Nagoya. Ja, komm, Sendai. Nee, Sendai macht mir kein Militär. Die sollen. Müssten auch schneller dabei sein. Ah, wie sieht es mit Händler aus? Händler. Er ist Händler. Du baust mir bitte hier noch eins hin. Nächste Runde. Ja, gib diesen schönen Gag vom Heinz Becker, wo er sich drüber lustig macht und sagt, halt über die erneuerbaren Energien. Gibt es Clip auf Facebook, Instagram und so. Was ist das? Modisierung entfernen. Wo wir nächste Runde was Neues bauen können. Genau, also macht sich halt lustig über die erneuerbaren Energien und sagt halt, nur weil in Japan mal ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen ist, schalten wir die Atomkraftwerke ab. Na? Der Japaner verneigt sich nicht oder verbeugt sich nicht vor, um sich zu verneigen vor uns. Er krümmt sich vor Lachen. So macht er sich lustig drüber. Jetzt vielleicht annehmen soll mit dem Öl. Ihr macht mir Angebote. Ich will das Öl halt gern selbst haben. Wir haben uns entschlossen in diesem Jahr. Na, können wir nicht. Drei Stadtloyalität verloren. Leute, ihr geht mir ein bisschen jetzt auf den Piss hier. Also noch steigt's, aber das ist nicht mehr so krass, wie es mal war. Das darf man nicht vergessen.
Ihr braucht 4 Runden für den Händler. Ihr müsst aber auch dringend Dinge. Euch geht's aktuell ganz gut. Ich würde einen Händler bauen wollen. Wir brauchen ihn nämlich. Um uns hier zu unterstützen. Das ist wichtig. So, da wird Theaterplatz vorgeschlagen. Aber ich bin für den Unterhaltungskomplex. Und ich kaufe da jetzt auch wirklich noch ein Feld. Weil das ist egal, wo das Ding sitzt. Und das brauchen die. So. Und hier können wir jetzt genau Aluminium pro Runde. Das ist wichtig. Haben wir noch irgendwo welche übrig? Wirklich. Gar kein Geld, um Handwerker zu kaufen. Nur produzieren wir unten gleich nochmal eine Runde einmal Hand. Der kann auf irgendwas feuern. Ja, der Neutrale will wieder einen auf dicke Hose machen. Könnten wir upgraden, wenn wir Öl hätten. Nee, wenn der den erschießt, kriegt er Erfahrung. Auch wenn nicht viel, aber ein bisschen. So, gleich machen wir Schluss. Ach, so, der Händler ist fertig. Und zwar muss ich die Städte pushen, die es nötig haben. Die es bitter, bitter nötig. Die halt auch Ewigkeiten brauchen, bis sie upgraden. Der da unten braucht aktuell 23 Runden zum Beispiel. Der könnte einen Händler vertragen. Die gehen aktuell ganz gut alleine ab. Das ist okay. Die haben sich auch wieder ein bisschen gefangen hier. Aber ich will die Stadt da oben pushen. Das heißt, kommen wir her mit dem Händler hier. In eine andere Stadt transferieren, da oben. So, und ich glaube, ihr baut mir noch ein, bitte. Dürfen wir nicht. Okay. Baut mir bitte einen Handwerker. Okay, das haben die sich wiedergeholt. Okay. Kann man nicht upgraden, wir haben kein Öl. Ach, erfordert null Öl. Ja, dann. Das kommt halt ganz drauf an, das, was man macht, Raum der Seele. Du kannst, also, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld einig sein. Entweder man macht halt CPU-Gegner rein. Also sollte man, sonst ist es ja langweilig bei nur zwei oder drei Leuten. Das, also, wenn du halt nur menschliche Spieler hast, dann hast du halt, guck mal, was der will, Moment. Gemeinsamer Krieg, nein. Wenn du halt nur menschliche Spieler hast, dann ist es halt ein anderes Spielen. Das heißt, dann spielt jeder für sich und dann guckt man halt, dass es sich die Waage hält. Also, dass keiner komplett kaputt gemacht wird, dass alle noch Spaß am Spiel haben. Aber das, das hat er sich das auch wieder geholt, okay. Aber dass man schon guckt, dass man, also, was weiß ich, wenn es 5 Leute sind, oder sagen wir, es sind 6 Leute und irgendwie einer ist jetzt kurz vorm kaputt gehen, weil 2 auf den gehen, dann gehen die anderen 3, helfen dem oder so, ne? Das sowas, dass man sowas automatisch denkt oder macht. Ja, weil wir wollen ja alle noch Spaß am Spiel haben und noch weiterspielen können und noch eine Chance haben zu gewinnen. Und da muss man sich irgendein Ziel setzen. Wer hat nach so und so vielen Runden, und du musst irgendwas sagen. Du musst von Anfang an sagen, ab so und so vielen Runden muss das und das erreicht sein oder so. Wie viele Runde bin ich denn? Geht das irgendwo? Ah, da oben. Ich stehe jetzt Runde 404 von 500. Ja, ist dann Schluss oder was? Also du musst auf jeden Fall, du musst dir irgendwas setzen. Sonst hört es niemals auf. Ja. Kyoto, ihr habt doch irgendwas Wichtiges gebaut.
Öl auf keinen Fall. Wie sieht's mit Kohle aus? Salpeter? Haben wir gar keine Kohle mehr. Ja, das ist ja bescheuert. Ja, nee, ich wollte es halt nur gerade erwähnen. Oder wenn du halt mit zwei oder drei Leuten spielst und dann halt auch noch genügend CPU-Gegner, dann kannst du schon gucken, dass man als Mensch so ein bisschen zusammenspielt und sich dann gegen die Computergegner, naja, guckt, dass sich die Waage hält, ne? Ihr braucht aber gerade. Kriegt dann auch ein Sendezentrum. Ja, die haben jetzt keinen Strom mehr, weil die Kohle leer ist. Das habe ich schon mitbekommen. Können wir nicht halt Peter zu Strom machen? Da haben wir genug. So, ihr müsst dringend wachsen. Und ich bin, glaube ich, so weit, so verrückt und so weit. Dort dauert auch immer länger. Ach, guck mal, Uran. Es ist wahrscheinlich gleich heiß umkämpft. Da unten. Ah, ja, ihr. Ja, ihr habt mir die hier gebaut, die Handwerk. Ich würde sagen, ich muss nochmal welche bauen. Aber erstmal, weil er die Schweine schnell macht. Und zweitens, weil wir sie brauchen. So, ihr habt das hier gebaut. Okay. Können es schon kaufen. Sehr gut. Dann mal schnell zum Öl, Freunde. Schnell zum Öl. Okay. Ihr solltet eigentlich da oben unterstützen, aber brauche ich jetzt hier unten beim Uran. Das ist gerade wichtiger. Jo, Gifu, kauf mal ein Feld, mein Freund. Was bringt das auf Nahrung? Nur Produktion, aber... Produktion nehmen wir auch gern. Sind die weg? Ja, jetzt sind die weg. Also Öl, ne? Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Immer noch. Und da unten hätte man auch Uran. Das ist glücklich. Der hat mir dumm aus der Wäsche geguckt. So, da ist gleich der Händler fertig. Ich glaube, ich würde den entweder zu. Gut, da oben kommen wir jetzt ins. Ja, wir sind Freunde. Ja, das magst du nicht. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Wiedersehen. Ihr habt keinen Strom, ist mir schon klar. Weil wir keine Kohle und kein Öl haben. Nirgendwo ein Regierungsplatz. Wir bauen jetzt mal einen. Weil wir es können. So. Ja, das ist nochmal der Kriegsgebiet da vorne. Können wir noch. Ah, da ist der Händler fertig. Das ist eine gute Frage. Ob wir den jetzt hinschicken. Man wird fast sagen, darunter.
Der Hafen. Sagen den Hafen. Wo sind unsere Bauarbeiter? Brauchen dringend das Öl. Naja, der ist nicht so happy. Ich sehe es kommen, die greifen mich bald alle an und machen mich platt. Mögen mich die drei schon nicht. Aber der Rest mag mich. Solange die mich mag, die da dazwischen ist. Trotz alledem tun wir hier upgraden, ne? Ich muss ein Handelszentrum bauen. So leid's mir tut, ich muss. Da auf keinen Fall drauf. Zweimal Fluss, aber auch Kornspeicher natürlich. So, und ihr braucht Wachstum. Wenn ich euch in China bringt Osaka was? Am wenigsten. Kann ich noch. Klingt auch nur 3. Takasaki ist doch irgendwo da oben. Ja, aber da haben wir noch keinen. Na doch, dann wird er sich so beimnen. Wo ist Nagoya denn? Nagano? Ich hab mir gar nicht angezeigt, oder was? Bin ich blind? Hä? Warum darf ich den nicht da hinschicken? Bin ich blind? Ich bin blind, oder? Der sitzt auf der Stadt gerade, aber das glaube ich nicht. Der sitzt hier unten. Ist der hier? Ja, ich wollte halt, dass der hier auch gleich eine Straße zieht. Das war so mein Ding. Ja, das ist, das da hochzufahren ist halt sau kurz, ne? Komm, dann gehst du jetzt halt nach Osaka. Zack. Ich das hinbekomme, das Game. Spiel doch einfach mal. Komm, das hier. Spiel doch einfach mal. Yokohama, ja, Yokohama braucht auf jeden Fall Essen. Wenn das mit dem Nuklearen. Muss alles 6. Oh, ja, ihr solltet mir ja Militär bauen. Öl, 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 Öl. Maschinengewehr 8 Runden. Tokio. Bibliothek, bitte. Die wollen wir jetzt einen Campus andrehen. Oder einen Flugplatz. Thank you.
bauen wir unseren ersten Flugplatz. Der Bauarbeiter. Du gehst mal da hoch. Ich kann sagen, können wir das Öl bitte noch bauen? Das dauert alles noch gefühlt 100 Runden. Oh, jetzt. Und du? Wie viel Öl kriegen wir pro Runde? Wieso eine Hochwassersperre? Von welches Hochwasser denn? Da unten oder was? Die wollen wir auch im Flugplatz andrehen. Wäre fast gewillt, das zu machen. Erstes Amphitheater noch. Darf ich vorschlagen, ein Regierungsgebäude zu errichten? Haben wir doch schon. Tokio. Echt? Da unten können wir dich gebrauchen. Oder geht er mal rein? Dauert halt. Oder schafft das? Oh, er schafft's. Der wahre Meister. Nagano. Komm, da habt ihr sie hinter euch. Ja, das gleiche wie ihr. Oh, ein Gouverneurtitel. Ich glaube, Dieter könnte das gebrauchen. Nicht wirklich. Nichts, was wir gerade bräuchten. Was können wir hier befördern? Ist auch nicht verkehrt. Was kann sie hier? Erhöht die Energie, die pro Ressource des Kohle-, Öl- und Atomkraftwerks erzeugt wird, um 1 und die Produktion 2. Das ist schön, aber das ändert nichts daran, dass wir ja gerade nichts davon haben. Ja. Die Kosten strategischer Ressourcen für Einheiten sinken um 80%. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Was haben wir hier? Oder wir tun jemand ganz Neues. Nee, ich glaube, ich wäre fast für hier. Weil der sitzt doch hier, genau. Und da werden wir dann die ganzen Einheiten bauen. Keine Ahnung, was du jetzt machst. Auf den ersten Blick braucht man dich erstmal nicht mehr.
Genau, ihr sollt bitte hier. Geht ihr da runter und baut das da. Gut, und steigt unser Öl? Nö. Oh. Das wollte ich jetzt nämlich gerade mal wissen. Also, ihr Ölstand, ihr sammelt plus 6 Runde pro Runde, so. Plus 3 durch Modernisierung, plus 3 durch Bonusquellen, Verbrauch pro Runde 7. Also, wir kriegen plus 6 und haben trotzdem minus 7. Also, für mich wäre das minus 1, aber. Aber gut. Also, ja, aber was kostet denn da so viel? Heilen sich jetzt wenigstens die Einheiten, oder was? Also, gibt es eine Ölpersönlichkeit? Nee, natürlich nicht. Ein großer Ingenieur. Sendai. Manhattan Project. Weiß schon. Mach aber nicht so. Ja, es fährt das Schiff da unten in dem See rum. Das ist, ja gut, wir brauchen Militär, also mach halt. Also mach halt was. Was ist denn jetzt los? Okay, und was macht der? Gewährt Tourismus in Höhe des Nachbarschaftsbonus. Halbiert für Gold in jedem Bezirk in dieser Stadt. I don't know, wo das am sinnvollsten ist. Geh da hoch. Ach, ist nicht erlaubt, ne? Ach, der wäre jetzt wieder gegangen, der Typ. Okay, dann geh halt dahin. Und du wechselst bitte die Stadt hier hoch. Wir machen das da oben. Darfst du irgendwo hin? Ah, du bist schon da. Gut. Wir gehen noch auf die nächste Runde, dann mache ich dir jetzt Schluss. Habe spät angefangen zu streamen und hatte jetzt auch noch ein bisschen Bock auf Ziff, aber. So. Hier ist jetzt definitiv Schicht im Schacht. Ja, Urin. Urin steigt, wenn man nicht aufs Klo geht. Uran meine ich natürlich. Uran steigt, Öl, ja, keine Ahnung. Da haben wir diese eine Plattform. Das ist ein bisschen wenig dafür, dass so viel auf Öl basiert. Da oben sehe ich jetzt auch nochmal Öl. Wenn ich da jetzt noch eine Stadt hinsiedle oder so, würde ihm nicht gefallen. Auf jeden Fall, Öl ist ein bisschen mau. Da wäre noch Öl, aber das juckt irgendwie keinen. Ich glaube, ich habe keins mehr, das ich könnte. Das hätte ich wohl schon gesehen. Nicht wirklich. Oh, da oben könnten wir uns schon Fisch schnappen. Habe ich noch irgendwo Handwerker zu viel? Nicht. Nun denn, alles ein Problem für die Zukunft, obwohl ich es vergesse. Das bauen wir noch. Und dann könnten wir ihm ja eigentlich schon sagen, geh mal da hoch. Es dauert 11 Runden, ist egal. Gut, ich speichere hier. Und hier machen wir jetzt einen Cut. Und zwar für die YouTube-Aufnahme wie für den Livestream. Morgen wahrscheinlich wieder ein klein wenig Overwatch, nicht lange und dann irgendwas anderes noch hinterher. Mal schauen, auf was ich Lust habe. Ziff macht zwar Spaß und ich gucke ja auch immer wieder gerne mal so ein bisschen rein. Aber ich habe jetzt auch schon viel gesehen. Vielleicht wäre es dann auch wieder eher was für irgendwann meine Multiplayer-Session. Ich weiß es gerade nicht. Ich würde sehr gerne World of Warcraft ein bisschen leveln, bevor das neue Addon kommt, aber mir fehlt noch eine wichtige UI-Mod, nämlich Z-Perl. Deswegen kann ich das gerade nicht nutzen und ich möchte ungern darauf verzichten und dann mein Interface wieder umbauen müssen.
Es ist halt bei jedem World of Warcraft Pre-Patch immer so, wenn ein neues Addon kommt, bis dann die UI-Mods wieder funktionieren, da gehen einfach sehr viele Tage ins Land, weil nicht jeder Modder hat Zeit, ne, sich darum zu kümmern. Und ja, da müssen wir halt mal gucken, auf was ich dann neben Overwatch, also mache es gerade so Spaß, ein bisschen Overwatch, vielleicht mache ich auch nochmal, Shadowrun die Tage nochmal, muss ich nochmal gucken. War jetzt auch nicht so schlecht, die paar Runden mit Hero die Tage. CFI ist mir ja erstmal eine Pause, was auch ganz okay ist. Es gibt genug zu zocken. Ich muss mir auch nichts Neues kaufen. Ich habe echt genug, was ich auspacken kann. Ja, wie sagt man immer, Frau mal in den Kleiderschrank auf und sagen, sie haben nichts anzuziehen. Männer gehen in ihre Spielsammlung und sagen, sie haben nichts zu zocken. Ja. Hat sich wahrscheinlich mittlerweile auch gewandelt, der Spruch. Geht für beide Geschlechter, ne? Für beide Seiten. Aber ja, ich habe genug. Ich brauche mir erstmal nichts holen. Wir werden ja schon noch irgendwas finden. So, aber hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Ich sag's nochmal, für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.